Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar heute mal wieder das erste Video nach meinem Urlaub. Ihr wisst es ja, ich war jetzt über eine Woche lang nicht hier auf YouTube unterwegs, denn ich war tatsächlich im Ausland. Ich war in New York City, also in den USA, in den Vereinigten Staaten. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, es ist gerade ein bisschen ungewohnt jetzt hier wieder sitzen und so nach 8 Tagen komplett Entspannung, so gesehen, hier wieder neu aufzunehmen. Von daher, weiß ich nicht. Verzeiht mir das, wenn das Video heute so ein bisschen anders ist, vom Redestil vielleicht. Ich muss halt, so komisch sich das auch anhört, erstmal hier wieder reinkommen, so in diesen täglichen Upload-Flow und in das Kommentieren. Und ich muss wirklich sagen, es fühlt sich halt echt komisch an. Ja, aber womit fange ich am Anfang immer an? Genau, ich glaube, ich sage immer, wenn dir das Video heute gefällt, dann, ah nee, Quatsch, vorher sage ich noch, worum es geht. Denn genau, heute geht es darum, um das neue GTA 5 Online-DLC, um das Nightclub-DLC. Das habe ich ja vor meinem Urlaub schon groß und breit besprochen, sag ich jetzt einfach mal, nicht wahr? Und ja, da gibt es jetzt tatsächlich News zu, denn das wurde verschoben. Ja, das klingt natürlich am Anfang ziemlich blöd, aber Leute, es gibt doch eine ziemlich geile positive Nachricht, die das Ganze nochmal wettmacht auf jeden Fall. Und was das für ein ist, das erfahrt ihr im Video. Vorher würde ich aber sagen, wenn dir das Video heute gefällt, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar und abonnieren kannst du mich natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, und bevor ich jetzt nochmal Zeit verliere, würde ich sagen, lass uns direkt mal mit dem Video starten. Ja, wie gesagt, es gibt ja heute neue Informationen zum nächsten GTA 5 Online DLC. So, einige werden jetzt aber da vom Handy sitzen oder vom PC oder Fernseher oder wovor ihr auch sitzen mag, weiß ich ja nicht. So könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und die sagen sich jetzt, GTA Online DLC, ja, steht ein neues wohl vor der Tür, aber worum geht's denn da? Also, das Ding ist, wie natürlich das immer bei diesen Videos hier der Fall ist, es geht heute um Leaks. Das bedeutet Informationen von sogenannten Leakern. Das bedeutet, es sind Informationen, die nicht von Rockstar Games bestätigt worden sind, aber die halt zum Beispiel von Leuten ins Netz gepostet wurden, die bei Rockstar Games arbeiten. Also offiziell hat jetzt keiner gesagt, ja, das stimmt, das ist das neue DLC, aber inoffiziell weiß es jeder. Aber ich meine, wie Leaks funktionieren, wisst ihr, denke ich, alle. Und heute gibt es auch wieder Leaks von Jan2295, wo man sich also sicher sein kann, ja, okay, das wird auf jeden Fall wieder so der Fall sein. Denn ihr wisst es ja, Jan2295 schon seit vielen Jahren ein sehr, sehr vertrauenswürdiger Leaker auf jeden Fall aus GTA 5. Und dann, ja, der hat jetzt auf jeden Fall wieder neue Informationen zum DLC gedroppt. Denn das neueste DLC, was wir jetzt ja bald bekommen werden sollen, das ist ja das Nightlife DLC. Also ob so heißt, weiß man nicht, aber es soll sich auf jeden Fall um Nachtclubs drehen. Eventuell können wir selber Nachtclubs kaufen. Und wenn wir die nicht selber kaufen können, werden wir auf jeden Fall Missionen mit diesen Nachtclubs haben. Vielleicht gibt es da auch Raubüberfälle wieder in den Nachtclubs, da habe ich früher schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich dazu nochmal ein Update-Video machen, weil es gibt tatsächlich auch noch einen geplanten Heist, also einen geplanten Raubüberfall in einem Nachtclub von GTA 5. Also schon bestätigt, nicht offiziell von Rockstar Games, aber es gibt zum Beispiel ja Sprachdateien im Coding von GTA 5, wo tatsächlich Lester darüber redet. Das ist aber ein anderes Thema, ja. Auf jeden Fall, dieses neue DLC soll sich halt wohl mit Nachtclubs beschäftigen. Wie gesagt, selber kaufen, vielleicht selber Business damit machen, pipapo, alles super. Habe ich, wie gesagt, vom Urlaub schon genug Videos zu gemacht. Wenn die euch interessieren, geht doch einfach mal auf den Kanal und checkt die euch aus. Sagt man das? Nein, das sagt man nicht. Ihr müsst wissen, ich habe Jetlag. Also das Ding ist, ich bin jetzt seit über 26 Stunden wach und deswegen bin ich ein bisschen plemplem im Kopf. Bin ich natürlich auch so, aber jetzt noch ein bisschen krasser. Ja, und damals hat halt Jan auch noch gepostet, dass dieses DLC im Juni rauskommen soll, also im aktuellen Monat, den wir jetzt ja gerade haben. So, jetzt gibt es aber, wie gesagt, die neuen Informationen von Jan, denn er hat geschrieben, ich übersetze das Ganze natürlich mal, aber ihr seht ja auch den Screenshot auf dem Bildschirm und unten in der Videobeschreibung nochmal den Link zur Twitter-Quelle auf jeden Fall. So, aber er hat jetzt auf jeden Fall geschrieben, so, ich habe jetzt nochmal ein paar neue Informationen zum Nightclub-DLC für GTA 5 Online. Leider Gottes wurde dieses DLC einen weiteren Monat nach hinten verschoben. Das bedeutet, dieses DLC wird frühestens im Juli erscheinen, also im 7. Monat. Nicht jetzt im Juni, sondern im Juli. Also das DLC wird dann auf jeden Fall im Juli erscheinen, also leider erst nächsten Monat. Das ist jetzt natürlich eine negative Nachricht und jetzt sagen jetzt einige, ja toll, so ein riesen DLC, bla bla bla, Slack erzählt wieder Scheiße, ich bin traurig. Also kann ich jetzt verstehen, dass ihr sauer seid oder so oder wieder den Leaks nicht glaubt oder mir nicht glaubt.
glaubt oder Yannick glaubt. Aber Leute, er sagt auch noch dazu, die gute Nachricht, warum dieses DLC verschoben wird, beziehungsweise was die Entschädigung dafür ist, dass es verschoben ist, dass es wirklich ein riesengroßes DLC dann werden soll im Juli. Es wird zwar verschoben, dafür wird das DLC aber umso größer, denn er hat geschrieben, dass er angeblich gehört hat, dass Rockstar Games jetzt 2 DLCs genommen haben und die in ein DLC transformiert haben. Das bedeutet, ja, Rockstar Games hat halt den Content aus 2 eigenständigen DLCs genommen. Das bedeutet, wir sagen einfach mal Smugglers One DLC, Gunrunning DLC, waren beides 2 große DLCs und die nimmt Rockstar Games jetzt, packt sie zusammen und released sie als ein großes DLC jetzt hier im Juli. Also natürlich nehmen die jetzt nicht das Smugglers One DLC und das Gunrunning DLC und veröffentlichen das neu, aber das ist halt die Thematik. Also sie nehmen halt so gesehen 2 eigenständige DLCs, die noch nicht erschienen sind, ja, und packen die halt in ein DLC, dass es dann ein Riesen-DLC wird. Das bedeutet, jetzt dieses DLC im Juli, müssen wir jetzt natürlich zwar ein bisschen länger drauf warten, aber dafür wird es wirklich laut Jan riesengroß und das macht in meinen Augen auch Sinn und auch alles andere, was Jan sonst noch geschrieben hat, macht dazu Sinn, denn Rockstar Games selbst hat dieses DLC auch schon teilweise bestätigt, denn sie haben vor einigen Tagen, als ich im Urlaub war, auf Instagram, Facebook und Twitter, glaube ich, ein sehr kryptisches Bild gepostet, wo man nicht so wusste, was soll das heißen, unten steht Sommer drunter und ein paar komische Striche und Zeichen und Buchstaben und Wörter, ja, das sind tatsächlich Songs, denn vielleicht habt ihr es mitbekommen. Mit diesem DLC sollen wir auch neue Songs für GTA 5 bekommen, denn wir sollen in diesem DLC einen komplett neuen Radiosender bekommen mit halt neuen Liedern. Und das unterstützt jetzt natürlich nochmal die Theorie, dass es ein Nightlife-DLC wird, weil wenn wir Nachtclubs haben, macht es natürlich auch Sinn, dass in diesen Nachtclubs neue Musik läuft, weil, naja, das wäre halt schon ziemlich langweilig, wenn wir Nachtclubs haben und dann nur diese Standardmusik läuft. Und auf der anderen Seite kann ich die Skeptiker von euch jetzt natürlich fragen, warum sollte Rockstar Games einen neuen Radiosender irgendwie ins Spiel bringen, wenn das DLC nur was mit Autos zu tun hat oder so. Also das macht in meinen Augen irgendwie noch weniger Sinn. Da macht die Theorie dann schon mehr Sinn, dass wir neue Club-Songs bekommen im Rahmen eines Nightclubs-DLCs. Also wenn ihr mich fragt, macht das auf jeden Fall Sinn. Von daher, das war so eine Information, die von Rockstar Games offiziell stammte. Also sie haben es halt selber bestätigt, dass wir neue Songs bekommen und von daher macht es natürlich auch Sinn, dass wir halt die im Rahmen von diesem Nightlife-DLC bekommen. Also alles in allem können wir jetzt sagen, das Nightlife-DLC ist eigentlich so gut wie bestätigt. Ich schätze jetzt in den nächsten Wochen werden wir dazu auch Infos bekommen. Also erstens wird es mal die offizielle Ankündigung geben, dann wird es wahrscheinlich Newswire-Artikel geben, es wird neue Screenshots und vielleicht wird es auch noch einen Trailer geben. Zu all diesen Informationen wird es natürlich hier auf diesem Kanal die schnellsten Videos dazu geben, beziehungsweise die schnellsten Infos. Sobald Rockstar Games irgendwas in der Richtung raushaut oder Jan neue Leaks raushaut, dann wie gesagt, werdet ihr hier die auf diesem Kanal natürlich als erstes erfahren. Von daher kann ich euch natürlich auch auf jeden Fall ans Herz legen, diesen Kanal hier zu abonnieren für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online und halt wie gesagt die schnellsten Informationen rund um DLCs. Gut, aber das war's jetzt auch mit den Videos und mit dem ganzen Content. Link dazu halt wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ja, und deswegen würde ich sagen, bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao. Ja, Mann, ich bin wieder voll im YouTube-Game.